Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. In der letzten Folge haben wir mit der Hauptquest soweit weitergemacht, also sprich mit der Abenteurergilde. Und wir sind dann hier bei diesen unaussprechlichen Namen stehen geblieben, diesen Klotz von Typen, wenn man so möchte, und zwar dem Staelwürn. Er hat noch eine weitere Quest für uns und die werden wir uns natürlich jetzt sofort angucken. Achso, ich gucke mir mal eben die Sache mit den persönlich gebundenen Gegenständen und so weiter. Das klicke ich mal eben schnell weg. Das habe ich jetzt vergessen im Vorfeld zu machen. Das ist nämlich sehr... Was ist denn das hier die ganze Zeit, dass die Grafik hier so schlecht wird? So, am liebsten würde ich dich sofort einstellen. Aber da du es mit Bauern zu tun haben wirst, die früher ihren Lebensunterhalt als raufmordende Piraten verdient haben, muss ich zuerst sicherstellen, dass du auch der Gefahr entsprechend gerüstet bist. Denn ohne die passende Rüstung werden diese Bauern leichtes Spiel mit dir haben und dich mit ihren Sicheln und Missgabeln kitzeln, wie sie es von den übelsten Piratenbanden gelernt haben. Und das wollen wir doch nicht, oder? Sprich mich noch einmal an, sobald du dich ausgerüstet hast. Dann überprüfe ich, ob auch alles richtig sitzt. So, machen wir, kein Thema. Hast du dich ausgerüstet? Dann lass mal sehen. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. So kann ich dich beruhigt losziehen lassen. Viele Piraten, die sich als Bauern niedergelassen haben, sind unzufrieden, weil es ihnen an dem nötigen Sachverstand fehlt, um in der Landwirtschaft erfolgreich zu sein. Das macht sie aggressiv und dem einen oder anderen rutscht schnell mal die Faust aus. Aber mit deiner neuen Ausrüstung bist du gut gewappnet. Was heißt neu? Also auf gute Zusammenarbeit. Ist zwar eine Druidenausrüstung oder eine Magierausrüstung, wenn man so will. Was ist denn das jetzt? Markkrieger? Keine Ahnung. Also, ja gut, Äxte ist klar, aber... So, das Grimoire ist nicht besser als meins. Und ein Dolch kann ich nicht gebrauchen. Also nehmen wir mal das Gold. Ja, Ausrüstung, bla bla. Ah, Gameplayerin. Du bist es. Ja, immer noch. Gut siehst du aus. Stärker. Naja. Ich brauche eine zuverlässige Abenteurerin für eine Aufgabe. Wirst du diese Abenteurerin sein? Ja, das sagte ich jetzt schon diverse Male eigentlich. Ich werde es dir gleich erklären. Wo soll ich beginnen? Du hast doch von den Gerüchten gehört, dass Bürger aus der Umgebung von Limsa spurlos verschwinden. Was das mit den Sommerfurthöfen zu tun hat? Nun, in der Nähe schleichen sich zwielichtige Typen mit blauen Tätowierungen im Gesicht herum und lassen meine Arbeiter nicht aus den Augen. Also nichts gegen Tätowierungen im Gesicht, ja? Sogar meine abgebrühten Arbeiter haben Angst. Sie meinen, dass es sich um einen Entführer oder eine ganze Bande davon handelt. Jedenfalls hört man Übles. Jetzt muss ich mich nicht nur mit den Faulpelzen unter meinen Arbeitern herumschlagen, sondern auch noch mit den aktiven Freibeutern, die die Fleißigen verängstigen. Und die Arbeit bleibt liegen. Kannst du der Sache nicht nachgehen, so kann man ja nicht vernünftig auf dem Feld arbeiten. So gefällst du mir, Gameplayerin. Mehr Unterbrechungen brauche ich auf dem Höfen wirklich nicht. Am besten siehst du dich gleich mal in der Klagegrotte um. Dort soll das Gesindel jetzt gesichtet sein. Bestimmt haben sie dort ihr Nest. Pass auf dich auf. Wer weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Okay. Was hat er gesagt? Auf den Klagehöfen? Nee, Klagegrotte. So. Bis es mich im Tod umbringt. Ja, warum sollte es mich auch im Leben umbringen, wenn es mich auch im Tod umbringen kann? Moment, kann man hier jetzt da? Da saus ich doch mal eben schnell hin, weil das ja eigentlich nicht wirklich weit weg ist. Das wäre jetzt Blödsinn, dafür jetzt zu unterbrechen. Das sollte mehr oder weniger direkt hinter der Brücke sein. Okay, es ist links rum. Ich liebe das Sprinten, ich liebe das Sprinten. Allerdings ist es trotzdem ein bisschen blöd. Da ist der Bereich. Ich habe schon geguckt, Bienenwolke brauchen wir nicht für unser Bestarium. Die Flügelfische haben wir, glaube ich, schon gehabt. Oh, den wollte ich jetzt gerade abknallen. Junger Puck, genau. Die habe ich nämlich unterwegs schon gemacht. So, ach, da ist die Grotte. Ah, okay, verstehe. Wupp. Ich hoffe, das ist nicht so hoch. Okay. Spuk,
Blutgespenst. Brauchen wir das für unser Bestarium? Ja, brauchen wir. Also, was macht die gute Gameplayerin? Sie greift natürlich an. Man muss schon zur Seite laufen, wenn ich laufe. Okay, also drei von denen brauchen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die mich jetzt gleich nicht nochmal angreifen werden. Dich habe ich nicht ausgewählt, aber dich können wir auch gerne nehmen. Kein Thema. Ach, nee, ich habe gerade böse gelesen. So, dann können wir dich auch direkt... Hallo, darf ich dich mal markieren? Wieso greifst du mich jetzt schon an? Dummes Vieh. Ach, der hat sich reproduziert? Hä? Wie geht das denn? Ja, keine Ahnung, warum die sich dann irgendwie verdoppelt haben. Das war jetzt ganz seltsam gerade. Oder der ist wiedergekommen und hat mich dann direkt angegriffen. Das kann natürlich auch sein, was aber trotzdem bescheuert ist. Nun beginnt ein Instanzkampf. Oh, ich hasse es. Solche Kämpfe treten nur bei besonderen Aufträgen auf. Lies dir den Tutorial-Text genau durch. So, auf Stufe 9. Achso, entsprechende Anpassung wird vorgenommen. Achso, nach oben... Nimmt der auch eine Anpassung vor? Ich dachte immer nur nach unten. Okay. Es wird jetzt wieder irgendwas total Böses werden, wo man wieder 10.000 Sachen auf einmal an Schaden abbekommt. Ich weiß es jetzt schon. Ich bin die Welle, die mich auf dem Rücken trägt. Ich bin der Wind, der Gischt auf alle Wellen schlägt. Ich bin die 1.000 Sterne hoch am Firmament. Das Morgenrot, dem Meer geboren, bis es mich im Tod umfängt. Das Requiem der Seeleute. Der hat aber eine schöne Stimme. Für das Meer geboren und wieder zu ihm zurückgekehrt. Das ist das Leben in den Augen der Limsa. Sie beten für die Fischer, dass sie am Ende des Tages sicher an Land zurückkehren. Und für diejenigen, die ein Leben an Land gewählt haben, dass ihre Seelen dereinst zum Meer zurückfinden mögen. Lass mich raten, du bist diese Abenteurerin, die sich seit kurzem bei dem Sommerfurthöfen aufhält, hm? Ich war auf der Suche nach einem Entführer, aber offenbar auf der falschen Fährte. Oder vielleicht doch nicht? Dann kämpfst du schon mal gegen den. Diese Schwankungen im Äther konnten keine natürliche Ursache haben. Und auch, dass wir hier zusammentreffen und prompt attackiert werden, ist sicher kein Zufall. Das denke ich auch nicht. Aber wer will uns hier zum Schweigen bringen? Wie auch immer. Mit dem hier werden wir schon fertig. Meinst du? Oh, sie hat einen Stab? Mistelzweig oder sowas? Ich gehe mal davon aus, ne? Ja gut, sie ist eine Druidin. Dann wird sie sich ja selber auch heilen können.
Oh, fuck, wollt ihr mich verarschen? Sie hält das Schlimmste von mir ab, wie das denn? Hallo, ich will mich heilen. Oh! Was zum Fuck war das denn? So gefällst du mir schon besser. Trägerin des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Durch deine Taten offenbaren sie sich. Schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Geh nun, mein Kind,
und lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Bist du wieder bei dir? So. Wie ich es mir dachte. Sie war von einem fremden Willen gelenkt. Sieh mal, was im Rücken der Gubu steckte. Ein Seilermesser. Das benutzen Schiffer, wenn sie Seile herstellen. Sieht ganz so aus, als wären Seeleute in die Sache verwickelt. Oder Piraten. Und du, bist du wieder bei Kräften? Du hast wohl einen Ätherschock bekommen. Nach all der Bewegung im Kampf bist du einfach umgekippt. Ein riesiger Kristall? Dir geht's wohl doch noch nicht so gut. Oder kann es sein, dass ich hier genau der Richtigen begegnet bin? Ich muss noch etwas erledigen. Dein Auftraggeber sollte sich vorsehen. Zeig ihm das Messer und sag ihm, dass Piraten hinter dem Vorfall stecken dürften. Bald ist es vorbei mit der Ruhe. Durch die Führung des Kristalls werden sich unsere Wege sicher wieder kreuzen. Also ich kann mir ja wirklich nicht helfen, aber ich kenne irgendwo total diese Stimme von ihr. Besondere Gefechtszonen, ja, das haben wir jetzt auch schon alles miterlebt. Das war quasi direkt hier um die Ecke. Also werden wir da mal eben kurz hinlaufen. Aus irgendwelchen Filmen kenne ich diese Stimme. Vielleicht auch aus Serien, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich kenne sie definitiv. Das ist irgendeine bekannte Stimme. Ich komme aber ums Verrecken nicht drauf. Also wäre ganz cool, wenn ihr die Stimme irgendwie erkannt habt oder so. Wäre es ganz cool, wenn ihr mir schreiben könntet, was das für eine Synchronstimme ist. Weil mich wurmt das jetzt. Mich wurmt sowas, also ich finde sowas immer ganz schlimm, wenn ich genau weiß, dass ich irgendwie eine Stimme erkenne oder das Gesicht von irgendjemandem kenne oder so und ich ums Verrecken nicht drauf komme, wer das jetzt genau gewesen ist. Beziehungsweise wo die halt schon mal mitgespielt haben oder so. Ja, das ärgert mich dann halt doch sehr. Das heißt, ihr könntet mir da sozusagen inneren Frieden geben, wenn ihr mir da helfen würdet. Was läuft die hier mit so einer Hacke vom Gesicht rum? Mit einer Hacke. Mit einer Axt, meine ich. Ja, das ist das Schöne, finde ich, an den Hauptquests, dass dann irgendwann immer diese Zwischensequenzen kommen. Immer mal wieder vertont. Nicht alle, aber immer mal wieder vertont. Und das finde ich mega, mega geil. Also bei Teso ist ja wirklich alles vertont. Da bin ich ganz ehrlich gesagt so ein bisschen verwöhnt von. Aber es ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass die hier immer mal wieder was vertont haben. Das finde ich richtig, richtig toll. Wir sind übrigens schon auf Level 7 angekommen, nebenbei bemerkt. Das habe ich noch nicht festgestellt eben. Gameplayerin, da bist du ja. Ein Glück, dass noch alles an dir dran ist. Meine Arbeiter haben berichtet, dass sie bei der Klagegrotte Kampfgeschrei und Gebrüll gehört haben. Ich hatte schon gefürchtet, dass ich dich in den Tod geschickt habe. Hast du einen Hinweis finden können, wer hinter der ganzen Sache steckt? Oh, komm, geh rein. Das Seilermesser steckte im Rücken der Gubu. So ein Messer gehört ganz klar zur Grundausstattung eines jeden Seefahrers. Da haben sich sicher ein paar Piraten auf die Lauer gelegt, um meine Leute zum Freibeuterleben zurückzulocken. Und als du ihnen auf den Pelz gerückt bist, hat ihnen das nicht gefallen und sie haben die Gubu auf dich losgelassen. Die Piraten werden immer mehr. Mir scheint, sie rekrutieren neue Leute. Wir müssen auf der Hut sein. Ich finde das blöd, dass man nicht hört, was sie eigentlich, also was wir dann eigentlich sagen. Eine Droide mit einem ungewöhnlichen Messgerät hat dir geholfen. Ah, das war sicher Ystola.
oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Sie ist seit einer guten Weile in Limsa und erforscht hier die Ätherströmungen. Ab und zu kommt sie auch nach Sommerfort. Sie hat wohl in der Grotte irgendwas gemessen. Ein bisschen unnahbar ist sie schon, aber glaubt mir, entführen würde sie garantiert niemanden. Was man von dem Piratenpakt nicht annehmen kann. Ich muss meine Leute warnen, damit sie nicht noch auf die leeren Versprechungen von Freiheit und Reichtum reinfallen und mir womöglich auf- und davonrennen. Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Die Sommerfurthöfe stehen dir immer offen. Vertrau nur auf deine Fähigkeiten. Denn du hast es in dir. Limsa, Luminsa braucht Leute wie dich nur zu dringend. Optionen. Moment, Moment. Das ist der Heiltrank. Dann nehmen wir den. Da fällt mir ein, dass ich... nee, das war das Falsche. Diesmal muss ich doch das normale Inventar öffnen. Dass ich den noch gar nicht hier reingezogen habe. Bestienblut. Okay, das ist was anderes. Okay. Ja, dann würde ich eigentlich erstmal sagen, dass wir uns für heute erstmal von dieser Folge und von dem Herrn hinter mir verabschieden werden. Und dass wir dann die nächste Quest, die er uns noch anbietet, in der nächsten Folge bearbeiten werden. Bis dann. Ciao.